Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wie versprochen, ich habe mich hier schon auf den Weg gemacht und wir gehen jetzt hier zu dem Hof. Guck mal, hier liegt noch eine verstümmelte Leiche rum. Die könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Dann machen wir das jetzt erstmal. Oh, da sind Wölfe. Wow. Die machen wir jetzt erst. Ich wollte eigentlich zu dem Hof und da die Mission machen. Aber wenn da so eine kleine Mission auf dem Weg liegt, die nehme ich natürlich mit. Die KP kann ich auf alle Fälle brauchen. So. Ja, was ist denn hier los mit der Leiche? Das werden die Wölfe gewesen sein. Die Ausgestoßenen. Sie stoßen auf die übel zugerichteten Überreste eines Drakuleschki-Jägers. Angesichts seiner zahlreichen schweren Wunden hatte er wohl nicht die geringste Chance. Eine Blutspur führt nach Osten in eine Waldschlucht. Eine Spur, eine Warnung, eine Falle. Bereiten Sie sich auf eine Konfrontation mit der verantwortlichen Bestie vor. Mache ich. Die Leiche untersuche ich natürlich. Sehr schön. Das ist das Werk von Werwölfen. Ja, das hatte ich ja schon vermutet. Guck mal, das machen wir mal hier noch hin. Ach, ich wollte mal gucken. Na, das können wir auch nicht brauchen, ne? Eigentlich, ne? Okay. Ja gut, dann folgen wir mal der Blutspur hier. Guck mal. Da oben. Den verstoßenen Alpha-Wolf töten. Ja, na klar. Kein Ding hier. Oh, guck mal, was ist denn hier los? Hallo? Ja, ich wollte eigentlich den Großen hier kaputt machen. Nee, hier nicht rumbrüllen jetzt und so. Ich wollte mal gucken, ist das hier... Das ist ein Orochi-Ding wieder, ne? Guck mal, die haben da auch so ein... Oh, ich stehe hier mittendrin noch. Scheiße. Jetzt kommt, weil ich nicht auf den Boden geguckt habe, sondern weil ich mir den Wagen angucken wollte und gucken wollte, ob da noch ein Wolf drin steht. In dem... Guck mal, da steht nämlich ein Wolf unten. In dieser komischen Kabine... Ja. Da müssen wir gleich doch mal gucken. So. Mensch. Da schauen wir uns doch gleich mal um hier. Ja, ja. Mach du mal da in die Richtung. Da stehe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, hast... Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten. So, okay. Ach so, Kirsten antwortet sogar was drauf. Das ist ja sehr nett. Ich schwimme nicht in Papierkram und ich bin an diesem Wochenende nicht im Büro. Ich habe Ihren Bericht überflogen, sieht detailliert aus, ganz toll und so weiter. Ich komme mit Details auf Sie zurück, falls erforderlich, aber im Moment bin ich mit dem Multitasking anderer Prioritäten beschäftigt. Wissen Sie noch, was ich zum Thema Initiative ergreifen gesagt habe? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Okay. Gibt es hier eine Lore? Hallo? Nee. Ja, hier werden wir sicherlich noch hin zurückkommen. Da wette ich drauf. Und wir machen uns jetzt hier auf dem Weg zu dem Hof. Der übrigens auch ganz grandios ist. Der Dimir. Dimir heißen die. Siehst du, das wusste ich gar nicht mehr. Ganz grandios ist der Hof. Also ich finde den wirklich total toll. Wow. Ah ja, ich weiß auch nicht, was da wieder los ist hier. So. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir die Mission hier auch noch an. Ne? Das andere, das kannst du ja nicht zählen. Und zwar ein notwendiges Übel und ich wünsche viel Spaß bei der Videosequenz. Mami! 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 Intrus! Usurpator! Shhh! Lass Anna in Pace! Was wollen Sie? Wir sind nur arme Bauern. Wir haben kein Gesetz gebrochen. Sie sind keine Menschen. Sie geben gute Würste. Oh, Mami! Das tut weh! Wir reden nicht von Würsten, wenn Fremde dabei sind. Mein Junge jagt Trigoi und Formwandler, genau wie Sie. Nicht so lecker wie die Blagini oder die Waldfeen oder die... Die Paduri ergeben einen ausgezeichneten Eintopf. Und warum das alles verkommen lassen? Ja, und? Was macht uns anders als Sie? Wir sind auf derselben Seite in diesem Krieg.
Die Menschen kämpfen gegen die anderen, die Nichtmenschen, die niederen Spezies. Verurteilen Sie uns nicht. Seien Sie nicht so scheinheilig. Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass Sie als Helden bezeichnet werden und wir als Mörder. Diese Heuchler. Wir machen ihre Drecksarbeit und sie schütteln die Köpfe. Aber trotzdem sehen sie weg und erlauben uns. Töten. Ich töte gerne. Wenn das weiche Fleisch zerreißt, das warme Blut rausströmt. Silvio, doch nicht vor Fremden. Tut mir leid, Mami. Du warst ein böser Junge. Geh an deine Arbeit. Geh. Sie sollten uns dankbar sein. Wir sind behilflich, machen die Dinge einfacher für Sie alle. Oh, es ist so einfach, uns böse zu nennen, uns Monster zu nennen. Aber Sie können nichts dagegen tun. Sie werden nichts tun. Oh, Ihre Anführer werden nichts tun. Sie können Ihre Hände nicht in Unschuld waschen. Sie brauchen uns. Ihre Welt braucht uns. Um zu tun, was Sie nicht tun können. Sie brauchen uns! Ist das nicht genial? Ey, stell dir mal vor, du kommst echt auf so einen Hof. Ey, ohne Scheiß, oder? Nee, danke. Also, die Würste, ja, so verführerisch, wie das alles wirkt hier mit dem vielen Essen, aber das ist irgendwie, glaube ich, nicht das, was ich will. So, jetzt sollen wir hier herausfinden, wie die ihren Hof betreiben. Ach, hier, guck mal, hier sind Schlachtnotizen. Die könnten wir uns ja mal anschauen. Ach so, er bringt sie vom Berg in Karren. Er bringt Fleisch in Hütte. Er zerlegt sie beim Holzhaufen. Er bringt Fleisch zum Fleischwolf und macht Würste. Er macht Strom nicht aus, sonst Gule werden wild. Er schreibt alles auf, was Mami sagt. Das ist geil, oder? Der Charakter ist sowieso so cool. Guck mal, hier liegt der Ghoul, ne? Guck mal, aus dem Arm hat er schon Würste gemacht wahrscheinlich. Ist das ekelerregend, ey. Die bei den Ghulen verwendeten Beruhigungsmittel finden und mitnehmen. Okay, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Kettensäge zerstören, Fleischwolf zerstören, Stromgenerator zerstören. Okay. Achso, hier ist auch noch eine Mission übrigens, in dieser kleinen Hütte hier. Hier drin, bei der verzierten Truhe. Die nehmen wir aber dann mit, wenn wir den Hof hier verlassen. So. Okay. Ist hier was? Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Hier sind die Wölfe, nur da geht es dann runter in den Keller. Da müssen wir nämlich für die andere, für eine nächste Mission hin. Aber wir gucken weiter. Zahmer Wolf. Ist natürlich auch clever, ne? Dass die hier so eine Wölfe haben, die den Hof beschützen. Ha, was ist denn hier? Hier, guck mal, können wir hier noch gucken? Knoblauch, guck mal, Karnickel, für irgendwelche Vögel. Da hat irgendwas geknatscht. Okay. Ah, hier, ja, guck mal, das sieht doch aus hier wie ein Stromgenerator. Okay. Alles klar, machen wir kaputt. Okay. So, jetzt brauchen wir noch eine Säge, ne? Ein Fleischwolf. Ach du meine Güte. Ja, hier, kommt her, hier. Ist schon eklig, oder? Ich meine, aber Not macht halt auch erfinderisch, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Wahrscheinlich, kann man Ghoul durchaus essen? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht in den Genuss gekommen und ich brauche das auch nicht unbedingt. Nee, hier ist auch nichts. Okay, ich habe gedacht, es sah so aus, als ob ich hier irgendwie was gesehen hätte. Ich hätte gedacht, da wäre so ein Bock gewesen, so ein Holzblock. Okay. Okay, okay, okay.
Ha, jetzt natürlich die Frage. Also hier war nichts drin. Nee, hier ist nichts. Da ist nur die verzierte Truhe. Gehen wir mal hinten noch gucken. Nee. Okay. In dem Gebäude war nichts. Da waren wir drin. Also wir waren außer da im Keller. Da, das sieht doch aus wie eine Kettensäge. Ja, okay. Die können wir kaputt machen. Alles klar, machen wir. Sehr schön. Und jetzt noch den Fleischwolf. Der muss ja auch noch irgendwo sein. Okay. Aber, ja, macht das nicht Sinn, dass so ein Fleischwolf... Hier, komm her. Dass der innen ist? Also da weißt, wo der seine Würste ja herstellt, ne? Wir gucken da jetzt mal nochmal rein. Also von der Logik her würde ich sagen, müsste das Ding da drin sein. Aber, ja. Ich wollte mich hier nur mal umgucken. Hier ist ein Ofen, da ist das Gerippe, das... Nee. Nee. Hat er hier nicht, okay. Ja, ich habe gedacht. Alles klar, dann... Ist das ekelerregend. Okay, wo könnte denn der Fleischwolf sein? Hier ja wohl nicht, oder? Na, pass auf, wir gehen dann mal hier weiter. Jetzt haben wir ja hier die Säge gehabt. Ach, da ist wieder ein Wolf, okay. Wo könnte denn ein Fleischwolf, weißt du? Das ist halt auch... Da hinten ist noch irgendwie eine komische Hütte, da können wir mal noch reingucken. Ja. So. Alles klar. Ja, hier, lass mich mal... Ah, hier, da, ah ja, hier sind Fleischwölfe. Einwandfrei. Dann hätten wir die doch. Sehr gut, okay. Jetzt müssen wir noch das mit Beruhigungsmittel finden, was bei den Ghulen verwendet wird. So, da haben wir den Stromgenerator gefunden. Jetzt müssen wir echt mal schauen. Gibt es hier in der Hütte vielleicht? Die ist ja nun sehr mini. Ach, da kommen wir gar nicht rein in den kleinen Stall. Okay. Ha. Ja, hier. Ha, da müssen wir echt mal schauen, wo könnten die das aufbewahren? Das wird ja in irgendeinem... Also das würde ich halt in irgendeinem Gebäude vermuten normalerweise, oder? Also so Beruhigungsmittel, das lässt er ja nicht irgendwie rumstehen, oder nicht? Also, das muss ja in irgendeinem Gebäude sein. Ah. Ach, Menno. Ja, und damit wir den roten Kreis nicht verlassen, gehen wir hier jetzt natürlich wieder lang, ne? Ach, guck mal, hier ist doch ein... Da waren wir nicht drin, ne? Nee, hier waren wir nicht drin. Ja, dann gehen wir hier hin. Aber hier waren wir schon mal drin, weil hier die Lore drin war. Hier war die Lore drin. Da, hier waren wir schon mal. Ja, weil hier der komische... Dings war. So, war hier nicht so ein komischer Werwolf? Okay, eine Pillendose. Auf alle Fälle sind hier die Beruhigungspillen. Alles klar, dann hätten wir die auch. Sehr gut. So, jetzt sollen wir Totems zerstören, Beruhigungsmittel in die Tröge füllen, die Scheune finden, in der der Köder aufbewahrt wird. Alles klar. Das heißt, wir haben hier jetzt noch einiges zu tun. Das werden wir allerdings erst im nächsten Part machen. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier auch mal... Wir könnten jetzt hier eigentlich hier unsere Peitsche mal machen hier, wa? So, jetzt haben wir eine Peitsche. Ist das nichts, oder was? Aber benutzen können wir sie noch nicht. Wir haben ja keinen Skill, ne? Kostet aber ja nur 50 Punkte, ne?
Okay, ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und sag bis dahin. Ciao, ciao.